gefühlt die eine Millionste. Heute kriege ich es einfach nicht auf die Reihe. Hi, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Antonia und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute bemale ich mal wieder ein Kleidungsstück, aber Plot Twist, es ist keine Jacke, sondern diesmal handelt es sich um meine Hose. Denn ich sortiere momentan meinen Kleiderschrank aus und ich habe ein paar Hosen ausgemistet, die ich wirklich lange nicht mehr getragen habe. Ich habe aber gedacht, vielleicht kann ich sie ja aufpimpen und zurück in meinen Kleiderschrank retten. Und habe mich deswegen mal auf Pinterest umgeschaut, was man so mit seinen alten Hosen machen kann. Und da gibt es wirklich coole Ideen. Und die, die mir am besten gefallen haben, habe ich auch direkt auf meiner Pinnwand Painting Clothes gespeichert. Also falls ihr da mal durchgucken wollt, ich schreibe euch meinen Pinterest- und Instagram-Namen jetzt mal hier unten hin. Ansonsten sind die auch am Ende des Videos und unten in der Infobox, also kaum zu übersehen. Ich habe eigentlich mich bisher davor gedrückt, sowas wie Hosen, T-Shirts oder Schuhe zu bemalen, weil man die ja eher wäscht als Jacken und sie mehr in Bewegung sind. Besonders bei Hosen ist es sehr extrem, ne? Wenn man läuft, sich hinsetzt, springt, whatever, all das strapaziert einfach die Bemalung. Und da das Ganze ja wirklich viel Arbeit ist und man auch möchte, dass es so lange wie möglich auf dem Kleidungsstück bleibt, habe ich das bisher einfach nicht gemacht. Ich finde aber trotzdem, dass es super cool aussieht. Ich habe mir gedacht, das sind ja jetzt aussortierte Hosen, deswegen sollte, falls es irgendwie nicht so gut funktioniert oder darauf hält, es ja einfach nicht so dramatisch sein. Wir werden sehen. Fangen wir an. Das ist eine meiner aussortierten Hosen und die würde ich gerne bemalen. Ich finde nämlich ziemlich cool, dass sie so ein bisschen zerrissen ist und Löcher an den Knien hat und denke, das passt sehr gut zur Bemalung. Dann habe ich mir auf Pinterest wieder Disney-Motive rausgesucht und die so versetzt angeordnet. Ich habe mir tatsächlich ein paar mehr ausgedruckt, weil ich gedacht habe, dass ich die Rückseite auch mache, fand ich dann aber ein bisschen too much. Dann habe ich wie immer eine weiße Grundierung gemacht mit Acrylfarbe und die Farbe im 1:1 Verhältnis mit Textilmedium gemischt. Wie gesagt, das ist optional, müsst ihr nicht machen, aber ich bemale ziemlich viele Klamotten, deswegen habe ich mir das mal angeschafft und benutze es seitdem immer nur für die erste Schicht. Also erstmal tut es mir leid, dass ihr den Mickey Mouse so seitwärts seht, das konnte ich bei den anderen zum Glück verhindern, aber da habe ich es leider beim Filmen versaut. Tut mir leid. Also, der nächste Schritt, den ich nach der Grundierung gemacht habe, ist mit einem Stift auf die Grundierung die ganzen Details gezeichnet und dann einfach ausgemalt. Und diese schwarzen Striche, diese Umrandung, solltet ihr auf jeden Fall zum Schluss machen. Und dafür braucht ihr einen ziemlich dünnen Pinsel. Das war schon echt anstrengend. Also das ist schon wirklich nicht so einfach. Und ich würde euch auch immer raten, ein bisschen mehr von den Farben, die ihr benutzt, anzumischen, falls ihr sie anmischt, weil ihr damit dann diese Striche noch ein bisschen ausbessern könnt. Ein Tipp, den ich habe, könnte auch Einbildung sein, aber ich finde, es klingt logisch. Wenn ihr die Farbe mit ein bisschen Wasser vermischt und dann auftragt, finde ich, saugt sich die Farbe besser in den Stoff und ich habe das Gefühl, so hält es besser. Kann auch Einbildung sein, aber probiert es mal aus und vielleicht seht ihr das ja auch so. Die Idee, eine Hose zu bemalen, hatte ich tatsächlich schon eine Weile, weil ich bei Bershka solche Motivhosen schon gesehen habe. Und zwar habe ich eine mit Tom und Jerry und eine mit den Powerpuff Girls gesehen. Und die waren beide so cool. Besonders die mit den Powerpuff Girls hat mir richtig gut gefallen und eigentlich wollte ich die auch erst nachmachen. Ich kam mir aber so ein bisschen fake vor, weil ich das als Kind tatsächlich gar nicht so gerne geguckt habe. Also da hatte ich auf jeden Fall andere Lieblingssendungen, deswegen wollte ich mir jetzt keine Hose davon nachmachen und so tun, als würde ich die total toll finden. Also habe ich mich für Disney entschieden und fand, das war so ein bisschen die sichere Variante. So, die Hose ist jetzt fertig bemalt und jetzt kommt eigentlich der wichtigste Schritt. Ich habe das in den letzten Videos nicht mehr so richtig erwähnt, glaube nur in dem Vogue-Jacken-Video. Deswegen mache ich es hier jetzt nochmal ausführlich, weil ich wurde auch schon ein paar Mal wieder gefragt. Und zwar müssen wir das Gemalte jetzt fixieren und das machen wir mit Hitze. Das heißt, ihr müsst euch euer Bügeleisen schnappen, ein Stück Backpapier oder ein Baumwolltuch und dann müsst ihr dann eine Weile überbügeln. Und zwar merkt ihr, wenn das Gemalte fertig ist, dass es sehr steif ist. Und wenn ihr dann eine Weile übergebügelt habt, dann verliert die Acrylfarbe ihre plastikartige Konsistenz und schmiegt sich besser dem Kleidungsstück an, wird geschmeidiger, ihr könnt es bewegen, das merkt ihr einfach. Deswegen kann ich euch keine richtige Zeit geben, aber lieber ein bisschen länger als kürzer. Und wenn ihr wollt, könnt ihr die Hose auch nochmal auf links drehen und da nochmal überbügeln, aber eigentlich reicht das so auch. Und das mache ich eben mit allen Motiven. Danach ist die Hose auf 40 Grad waschbar, sie darf nicht in den Trockner und natürlich gilt, je öfter ihr sie wäscht, desto mehr greift das die Bemalung an. Hi
mein Gott, ich liebe sie. Sie ist so gut geworden und ich würde sie am liebsten die ganze Zeit tragen und gleichzeitig auch gar nicht, weil ich möchte, dass die Bemalung so bleibt. Und ich finde, durch diese bunten Farben, die hier drauf sind, passt echt eine Menge zur Hose. Ich mag auch die Farbe der Hose an sich für solche Bemalsachen, denn man kann das Schwarz sehr gut erkennen und die bunten Farben sind einfach echt knallig auf der Hose. Ich hoffe, dass ich damit ein paar coole Fotos machen kann. Falls ich schon welche gemacht habe, blende ich sie jetzt hier ein. Ansonsten seht ihr bestimmt welche auf meinem Instagram-Kanal und ich werde euch auch auf Instagram auf dem Laufenden halten, wie gut diese Bemalung standhält. Falls euch das gefallen hat, kann ich ja ruhig noch ein bisschen was an meinen anderen Hosen machen, denn es gibt ja wirklich so viele Sachen, die man noch machen kann. Alleine, was ich mir da auf Pinterest gespeichert habe, das sind echt noch etliche Sachen. Falls euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und natürlich über ein Abo. Falls ihr was nachmachen solltet oder auch Klamotten bemalt oder noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt mir gerne auf Instagram oder kommentiert hier drunter. Ich antworte und sehe eure Sachen wirklich gerne. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen.